Ganz herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, Part 4 von Evil Awaits erwartet uns und eigentlich hätten wir beim Friedhof jetzt gestartet. Mein Savepoint war ja noch hier. Und ich habe gesehen, als sich die Tür öffnete, hat sich die auch geöffnet. Darum hole ich euch jetzt schon mal wieder mit rein, denn hier ist auch noch eine neue Waffe. Dann würde ich sagen, nehmen wir die doch mal. Ein Revolver. Bin ich, glaube ich, nicht böse, dass wir den auch haben, ne? Tatsächlich entscheidet er für uns, was wir zu haben wollen, ganz offensichtlich. Aber ich nehme mal an, das hat seinen Grund, dass das so ist. Und dass das Ding nochmal mehr Wumms hat als meine herkömmliche Pistole. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Dann gehen wir jetzt aber gemeinsam wieder auf den Friedhof. Ja, nur darum, der vorzeitige Abstecher in den alten Spielstand, den ihr eigentlich schon kennt. So, wo war's denn jetzt? Nee, da waren wir ja, da sind die Docks, meine Güte. Junge, konzentrier dich, Tobias. Ich bin gerade lost. Ach, wir haben es noch gar nicht geöffnet. Okay, dann machen wir das jetzt auch noch. Meine Güte, läuft ja richtig gut. Bin so gar nicht verpeilt. Ist alles noch im grünen Bereich, nehme ich an. So. Katsching! Sehr schön. Ja, das Spiel hat sich ja doch als sehr fordernd erwiesen. Ne? Bin ich eigentlich positiv überrascht. Wie ich schon angedeutet habe, für ein Let's Play ist es vielleicht ein bisschen haarig. Weiß nicht, ob das für euch okay war. Letztes Mal, da habe ich ja ordentlich Material rausgeschnitten. Also die Neustart ja sowieso. Aber auch einige Phasen, die einfach nicht gut liefen, weil ich annehme, es ist ein bisschen langweilig, die immer wieder gleichen Szenarien zu sehen und wie ich da so sukzessive meine Fortschritte mache. Ich glaube, man möchte einfach nur die Szene sehen und die Lösung und das dazwischen, glaube ich, möchte man sich ersparen, oder? Aber wenn ihr das anders seht, gebt mir da gerne eine Rückmeldung. Ich weiß ja auch nicht, wie das hier funktioniert. Ich tue ja nur so, als hätte ich Ahnung davon. Story of my life. So. Und ab zum Friedhof. Dachte kurz, da saßen Vögelchen. Das waren aber nur Grashalme. Ja. Warum ich hier bin, weiß ich in der Tat auch nicht. Es begann doch alles mit einer Explosion und ich sollte nach dem Rechten schauen und ja, ehe ich es mich versah, war ich hier in einer Horrorstory gefangen. Und einen Weg zurück gibt es spätestens seit dem Schlossherbirinth sowieso nicht mehr. Ah, sollte ich vielleicht mal nachladen. Kann ich jetzt was mitnehmen? Nee, das macht keinen Unterschied, ne? Nee. Und da kenne ich auch noch nicht die maximale Beladung. Würde ich wahrscheinlich noch rausfinden. Moment, die ist auch nicht geladen, sehe ich gerade. So, besser. Oh, ja, in der Tat besser. Oh mein Gott. Boah. Hat aber Reichweite. Okay. Du bist mir jetzt schon unsympathisch. Nichts Persönliches. Ja, doch, hatte ich schon. Gut, dann rotieren wir mal die Waffen. Dann warte ich jetzt lieber auf ihn. Oh Gott, der spuckt über die Berge. So, was geht's noch? Jetzt eine Granate wäre cool. Okay, der ist nicht dumm, der hat es gar nicht nötig, näher zu kommen. Ah, ich glaube, das war's, ne? Oh ja. Sehr gut, was hast du mir denn hinterlassen? Ein Toolkit, das nehmen wir. Okay. So, was haben wir hier Schönes?
schieben wir mal los. Schon ziemliches Grau und Grau, die Grafik, ne? Aber wirklich in bester Resident Evil 4 Manier, da war es ja sehr ähnlich. Ich hatte ja so die Grafikqualität auf GameCube-Niveau. Oh, push. Ich kann das verschieben. Oh, cool. Auf GameCube-Niveau verortet. Ich glaube, dem Spiel tue ich damit Unrecht, ne? Oh. Okay. Solche Ereignisse locken hier immer mal Gegner an, ne? Ist aber noch alles ruhig. Ah, da glitzerte doch noch was. Wie komme ich denn da jetzt ran? Da waren noch Items. Da kann ich die noch weiter... Ah, die kann ich noch weiter verschieben. Ja, dann ist doch okay. F. Ich drücke F. F. So. Achso, ich muss dann noch vorwärts drücken. Und F gedrückt halten. Also so, wie ich es eigentlich schon intuitiv richtig gemacht hatte. Aber wozu mache ich das ja eigentlich? Und fühlt ihr auch gerade die Framerate-Einbrüche? Ah ja, wie befürchtet. Geht's erstmal hier raus. Hier drin will ich nicht kämpfen. So, wo seid ihr denn? Da bist du. Ah, ich kann ja mal die neue ausprobieren. Bleib daneben. Oh ja, ja, da war Wumms. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Da ist doch... Wie komme ich da hin? Ging es denn da um die Kurve? Habe ich da noch gar nicht geguckt? Ah, ja, wahrhaftig. Pump-Shotgun-Munition. Ich habe keine Pump-Shotgun dabei. Die ist ja auf Slot 2 eigentlich, ne? Ne, da ist aber keine zweite Option. So, 3 ist bisher am besten betucht. Gut, hier ist sonst weiter nichts, wie es aussieht. Gut. Ah, da muss ich sie schieben, aber hier ist was. Ich nehme an, hier geht's weiter. Sieht so ein bisschen nach Durchgang aus. Habe ich, glaube ich, durch Zufall die Lösung gefunden, bevor ich das Problem hatte. Auch gut schön. Boah, wenn das wirklich Stein wäre, ich glaube, die wäre aufgeschmissen. Ah ja, ist eingesunken. Und tada, na bitte. Und nicht so geil. Palatsch. Okay. So, irgendwas übersehen? Wahrscheinlich, ne? Das heißt, den zweiten Gang hier, rechts den Parallelgang, den würde ich gerne nochmal nach beiden Seiten hindurchschreiten. Sonst, glaube ich, habe ich wirklich nicht alles gesehen. Aber hier ist nichts. Und da ist sowieso nichts. Okay, da können wir runter. Oder geradeaus. Ich dachte nur, es geht runter. Ist jetzt noch ein Speicherpunkt? Ich wäre zufrieden. Da ist einer. Nein. Doch, hier. Sehr schön. So, also bis hierhin ist es ja dank Neustart fast glänzend gelaufen. Jetzt legen wir diesen neuen Stand hier an, dass wenn ich nochmal zurückgreifen muss, einen guten Savepoint habe und nicht wieder von Anfang an spielen muss. So, haben wir hier noch 5. Oh, mehr als ich dachte. Können wir die ja mal ein bisschen aufhübschen, ne? Sehr schön.
Das wäre auch nicht schlecht. Ein Critical Multiplier. Multiplier, genau. Hatte ich schon einmal abgegradet. Die auch noch ein bisschen schneller. Ich dachte, das wäre schon der Fall gewesen. Gut. Da bin ich zufrieden. Kann ich hier vielleicht auch die Waffen wechseln? Habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Equip. Ja, hier geht das. Ah, okay, alles klar. Aber hey, bleiben wir doch erstmal dabei, ne? Bei. Die Shotgun, die war. Die hatte halt eine gute Man-Stop-Wirkung. Ich glaube, die nehme ich mal mit wieder. Die hat Gegner zurückgeworfen. Das war nicht sehr nützlich. Den lasse ich mal liegen. Weil ich habe weniger als 25 Health Points minus. Oh. Ich frage mich endlich mehr, wer du bist. Würde ich nie wagen. Ah, sie ist schon weg. Pump ist full. Also machen wir erstmal einen auf Pump. Oh, was ist da? Hier ist auch so ein bisschen der Nachteil, selbst wenn bei einem Schuss fehlt, hebt sie das auf. Dann ist es weg. Und bringt mir auch nur den einen Schuss. Da hier so viel bereit liegt, sieht so ein bisschen nach zeitnaher Konfrontation aus. Ja? Achso. Ja, die habe ich auch gar nicht dabei. Ja, es war. Es kam, wie es kommen musste. Jetzt bin ich dankbar, die zu haben. Aber. Ich wollte gerade sagen. Komme ich dahinter durch? Ich hoffe es einfach mal. Ja. Oh, das sind auch Würmchen. Könnte ich mir aber zunutze machen. Jawohl. Dich denn eingeladen? Okay, dann pusten wir dich damit weg. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ihr kennt es aber vielleicht auch von Shootern. Oh Gott, es kommt auch noch ein großer. Aber manchmal ist es leichter rüber zu wischen, mit dem Cursor und im richtigen Moment abzudrücken, als genau zu zielen. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Okay, dann schnell. Oh, nein, doch nicht. Dann schnell flicken, bevor wir mit dem jetzt Spaß haben. So. Okay, jetzt geht's ums Ganze. Oh, doch nicht. Das ging jetzt doch besser als gedacht. So, dann hole ich mir jetzt Medipack von dort erstmal. Achso, da war gar kein Medipack. Achso, das war noch weiter hinten. Oh, dann kann ich direkt auch nochmal speichern. Können wir uns das sparen. Beim nächsten Mal. Falls ich... Oh, Moment. Da ist noch ein Köpfchen. So. Komm schon. Da, das meinte ich. Dann haben wir das jetzt auch wieder. Hier noch ein neuer Speicherpunkt. Jawohl, bitte.
Genau, und dafür war die Pumpgun jetzt echt gut. Das waren ja zeitweise 4 Gegner, die auf mich eingeströmt sind zur gleichen Zeit. Und damit hält man die wunderbar auf Abstand. Die richtet nicht so viel Schaden an. Und muss leider genauso punktgenau angesetzt werden wie andere Waffen. Aber sie stoppt die Gegner. Und das ist echt gut. So. Ja, wieder Pistole. Revolver gibt es wohl nicht so richtig viel, ne? Na, wie komme ich denn da hin? Finden wir sicher gleich raus. So, hier habe ich nichts übersehen. Kann ich da eigentlich durch? Ah, da brauchen wir... Genau, vom Totengräber den Schlüssel. Es ruckelt manchmal ziemlich, ne? Obwohl die Framerate wirklich hoch ist. Es gibt da immer mal wieder Stotterer. Weiß nicht so genau, woran das liegt. Ist das ein Knopf zum Drücken? Ja. Ich weiß noch nicht so richtig, was passiert, wenn ich den drücke. Da passiert ja selten was Gutes. Ah, eine Note. Und ich aktiviere den Übersetzer. Wo haben wir ihn denn? Da. Also, die auf dem Friedhof verteilten Strukturen wurden ursprünglich errichtet, um jedem Mitbewohner einen Ort der Erinnerung zu bieten. Jedes Grab ist ein Denkmal für die einst gelebten Leben. Doch jede Nacht steigt Nebel über der Burg und dem Meer auf und bringt eine Plage mit sich, die niemanden verschont. Die einst friedlichen Gräber sind wieder geöffnet und beherbergen nun die Überreste aller verlorenen Angehörigen. Der Friedhof, einst ein Ort des Trostes, ist zu einem düsteren Zeugnis unserer kollektiven Trauer geworden. Ich kann den Anblick eines weiteren vollgestopften Sarges nicht mehr ertragen. Die Last so vieler Todesfälle zermalmt meinen Geist. Ich frage mich voller Furcht, was aus mir werden wird, wenn meine Zeit gekommen ist. In düsterer Betrachtung, Gravekeeper Oscar. Ja, gerade in Berufen, wo man dem Tod so nahe ist, wird man, glaube ich, auch häufiger nachdenklich. Wenn dann sowas passiert, gleich gar. Plitsche, Platsche. Okay, ich sollte vielleicht damit beginnen, die Figur zu verschieben. Fragt sich nur, wo sie hin soll. Das müsste ich als erstes rausfinden. Ah, sehr gut. Ah, das ist auch sehr gut. Naja, es wird bald nützlich werden, glaube ich. Na, komm. Gut. Weiter geht's. Ich drücke F. Aber sie will nicht. Warum nicht? So, jetzt geht's wieder. Gut, dann muss ich jetzt hier außen rum. Geht aber nicht. Muss ich das andere außen nehmen? Oh, fuck, okay. Hi, Dude. Klappe. Ah.
So schnell gibt er nicht auf. Na, ich hör mal. Jetzt wirst du aber verhauen. Das. Ich muss sparen. Hat tatsächlich geklappt, okay. Gut. Ha, hier ist auch eine Drehscheibe. Und ich weiß nicht so genau warum. Na, mal sehen. Darauf hätte ich auch echt keinen Bock, solche Steinmengen verschieben zu müssen. Okay. So. Ja, wir kommen voran. Alles gut. Ich fürchte nur, auf der anderen Seite muss ich nochmal dasselbe machen. Ne, da war eine Sackgasse, ne? Warum war da gerade ein Interaktionssymbol? Na, ich weiß es nicht. Gut. Hm. Ja, doch hier lang. Auch nicht? Dann halt ganz außen rum. Und ich bekomme Gesellschaft. Na klar. Gut. Sind wir uns einig geworden. Das finde ich gut. Eine Lost Wind-Situation. Ich habe noch keine Ahnung, wo wir hingehen müssen. Das wird sich hoffentlich bald von selbst erklären. Ja, so. Gut, und ich bin etwas verwundert, dass nichts aus der Pfütze gestiegen ist. Und dass das hoffentlich nicht jetzt passiert, während ich nichts tun kann. Und hier erklärt sich jetzt auch die Bedeutung dieser Plattform. Gut. Oh, schön. Eine Notiz. Oh. Da ist eine Notiz. Ah, also jetzt wissen wir auch die Farben, die wir einstellen müssen. Das wird uns doch helfen. Steckt sie sich das ein? Oder muss ich es mir sicherheitshalber fotografieren? Ah ne, haben wir dabei. Gut. Oh fuck, okay. Gut, da kann aber nicht rüberbrechen, das ist schon mal gut. Ein bisschen eklig. Achso, dachte er platzt. Zu früh gefreut. Jetzt platzt er. Und ich sehe gerade, ich bin unter 75. Kann ich schon mal wickeln. So. Alles klar. Wollte gerade fragen, wo ist die Leiche, aber verstreut sich hier ja in alle Winde. Aber ich hatte den ersten Kampf mit ihm irgendwie als etwas fordernder in Erinnerung. Also, dass er mehr Schüsse eingesteckt hat. Vielleicht habe ich da auch einfach so mies gezielt. Ah ja, fein.
Okay. Was mir so ein bisschen Sorge macht, der letzte Speicherpunkt liegt schon ein bisschen zurück. Wird hoffentlich nichts Schlimmes passieren. Ist ja auch so genre-typisch, ne? Beim Shooter, Action-Adventure würde ich jetzt zufrieden sein, weil es ist ja alles gut gefüllt. Aber Survival Horror kann das ja binnen weniger Sekunden komplett vorbei sein. So, hier haben wir auch noch eine Figur. Die müssten wir wahrscheinlich auch noch verschieben. Aber wir können ja jetzt erstmal hier das hier einstellen. Also, wo ist meine Notiz? Ah, das hebe ich auch gleich mal auf da. Gut, dann machen wir uns da mal ran, würde ich sagen. Notes. Also das hier wird der Sarg sein. Also vorn gelb, rechts blau, links rot. Davon weiß ich nichts. Mal gucken. Also hier blau. Hier gelb. Na gut, die vierte werde ich einfach ausprobieren können. Hier rot. Rot, rot, rot. Mhm. Ah ja. Was passiert jetzt? Ach, der Sarg geht wahrscheinlich auf. Oh, okay. Das ist hoffentlich kein Problem. Okidokili. Das ist ja mal was. Eine Sniper. Hahaha, sehr gut. Welcher Slot ist denn das? 3, okay, jetzt habe ich aber auch echt wenig Munition. Dann hat die ja wohl hoffentlich Wurms. Und ein Visier, sehr gut. Alles klar. Gut, rüsten wir erstmal wieder um. Denn wir haben hier noch eine Figur zu pushen. Ja. Die können wir uns ja nicht mal nehmen. Spätestens bei diesem Buttergolem wird es interessant, wie viel der Schuss der wohl davon einsteckt. Ah, das wird dieser Hinterhof sein, ne? Vielleicht ist da sogar ein Speicher. Ah, ne, da komme ich doch noch nicht dahin. Komme ich da nur hin? Daneben wahrscheinlich, ne? So. Oder ist es das hier? Ja, sieht gut aus. Wunderbar. Oh, fuck. Fuck! Oh, aber die rauben nicht viel Energie. Die betäuben einen einfach, ne? Das ist wohl auch Graveyard Cemetery. Sehr gut. Können wir da jetzt ja eigentlich erstmal hin? Wir machen vielleicht noch die Figur fertig. Obwohl, ich hätte schon gern einen Speicherpunkt, muss ich sagen. Oh, hier gibt es eine neue Notiz. Ha. Ach so, hier hätte ich das Grün erfahren. Okay. Na gut. Ich würde schon zurück zum Gravekeeper-Haus gehen. Aus dem einfachen Grund, weil wir da nochmal speichern können, falls es jetzt hier ein Problem gibt. Ist ja nicht weit weg, wenn ich mich recht erinnere. Na gut. Wo ich schon mal davor stehe, kann ich auch nochmal schieben. Ja, du machst das super. Wir glauben an dich. Wir sitzen hier im Warmen, trinken Tee. Und schauen die beim Arbeiten zu. Das ist Arbeitsteilung. Also Arbeit quasi von sich abteilen. Ach so, so ist das sogar. Ist noch dichter, als ich dachte. Gut. Muss ich die Sniper eigentlich auch noch nachladen? Nee, die hat...
Drei Schuss. Ach, hier ist ein Safe Pointer. Perfekt. Wunderbar. Und ich schätze, es gibt was zum Übersetzen. Und so ist es auch. So, hatte ich kurz Päuschen gemacht, habe alles wieder verstellt. Aber so kriegen wir es hin, jawohl. Der Friedhof von Archdale war schon immer wegen seiner natürlichen Blumen einzigartig. Kräftige Blüten in Gelb und Rot sprießen in Hülle und Fülle und erregen die Neugier aller Besucher. Die meisten führen diese Schönheit auf eine besondere Eigenschaft des Friedhofs zurück, aber ich kenne den wahren Grund. Wo immer der Tod unter der Erde liegt, ragt der Boden mit wundersamem Wachstum hervor. Je mehr Leichen begraben werden, desto üppiger und farbenfroher ist die Flora. Also die Leichen zu Dünger, um das mal zu übersetzen. Es ist ein makabres Gleichgewicht von Leben und Tod, das nur ich freigelegt habe. Ich habe aus erster Hand gesehen, dass der Schmutz die Flüssigkeit aufzehrt, um diesen Effekt zu erzielen. Ich kann mir nicht helfen zu vermuten, dass die Familie Archdale davon weiß. Ich bete, dass sie nicht die Ursache für all das sind. Fressen, den Friedhof als Garten für mehr als nur Blumen zu nutzen. Fressen? Feeding. Achso. Grabwerte, Oscar. Ja, die Übersetzungen sind manchmal etwas wild. Und hier haben wir noch ein Toolkit. Wir haben schon wieder vier, sehr gut. Was wollen wir da nochmal schicker machen? Für den Revolver kriegen wir furchtbar wenig Munition. Ich überlege direkt, ob wir wieder auf die Pistole umsteigen. Und das werden wir gleich auch machen. So. Gut. Auf die Sniper bin ich aber mal gespannt. Wollen wir die auch gleich nochmal ein bisschen pimpen? Hiermit erledigt. So, und dann können wir speichern. Ja. Wir haben jetzt etwa so viel Zeit gebraucht, wie ich beim ersten Durchlauf gebraucht habe, bevor ich abbrechen musste. Das, ja, dass das so einen Unterschied macht, wenn man sich so ein bisschen zurechtfindet. So. Weiter geht's. Ah. Dann geht's hoffentlich von hier aus. Ja. Eigentlich können wir ja schon rüber, ne? Was wird die für einen Unterschied machen? Ja, wir finden es bald raus. Okay. Ja, Junge, Junge, Junge. So, ja, ehrlich. Okay, ich gehe mal hier ganz raus, dass ich ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen habe. Wann habe ich da oben rechts eigentlich dieses Mikrosymbol? Keine Ahnung, was das da soll. Ja, oben links meine ich. Und ist die Pistole fast leer geschossen. Ah, nachgefüllt. Alles gut. Ah, hier ist ja sogar noch mehr. Was haben wir hier denn Feines? Sniper Rifle, sehr gut. So, dann machen wir mit dir mal weiter. Oh, ich höre was. Auf mich zu marschieren, aber ich... Lass mich mal nicht irritieren. Macht, was ihr wollt. Oh, doch, ich habe mich rausgerollt. Sehr gut. Sehr schön. So sollte es sein. Nach, Lady. Sehr gut. Oh Gott, ich höre noch eine zweite Stimme. Ah. Okay. Oh, das ist ein Golem. Oh,
Zeit für die Sniper, würde ich sagen. So, wo bist du denn, Gutster? Ich sehe nur dein Sputum, aber nicht dich. Da bist du. Treffer 1. Treffer 2. Und er steht noch. Treffer 3. Gut. Ja, die kann was. Das ist sehr gut. So, ist jetzt eigentlich der andere Gegner? War da noch einer? Da. Hat es keinen Bock mehr auf mich? Also ich finde, das hätte ein Treffer sein müssen, oder? Zum Glück ist die Munition recht großzügig in dem Spiel verteilt. So, und jetzt gehen wir wieder über auf Verhauen, oder? Komm her. Ja. Und wir erstmal ein bisschen Munition nach. Hatte ja noch einiges hier liegen gelassen. Dankeschön. Vielen Dank. Die Pistole ist sogar wieder voll. Wunderbar. So, jetzt würde mich aber echt mal interessieren, wofür verschieben wir eigentlich die Figur. Fehlt der Brücke da hinten vielleicht? Ja, da fehlt auch noch ein Stück, ne? Deshalb, okay. Alles klar. Bin wieder dabei. Auch inhaltlich. Sehr gut. Alles gut. Achso. Wie weit ist es denn noch? Es sind noch so viele Plattformen. Oh. Auch noch von der anderen Seite. Es kann sich noch ein bisschen ziehen, wie es aussieht. Oh. Okay, das hat mich Energie gekostet. So, machen wir weiter. Steinerne Lady. Ich sollte mir wirklich das Sprinten abgewöhnen. Das war wieder so der Klassiker. Losgerannt. Oh, auch noch von dort. Hat mich keine Energie gekostet. Gut. So. Jetzt hast du wieder gehauen. Ja, getreten. Na, sind wir korrekt. Aber der Tritt soll wohl der stärkere Schlag sein. Warum benutze ich den noch jedes Mal? Ah, ein neues Medipack, sehr gut. Dann sind wir auch schon wieder im Geschäft. So, wo ist meine zierliche Dame? Dort. Dann müssen wir halt von hier aus weitermachen. Ich finde es auch gut, dass sich jemand nur unter einer Hand verletzt, ne? Auch die wird immer nur verbunden. So, was haben wir hier noch Schönes? Wunderbar.
Ah, da ist die Plattform. Gleich ist es geschafft. Das heißt, gleich wird es nochmal ein ordentliches Gegneraufkommen geben. Davon ist wohl auszugehen. Und das ist hübsch. So mit dem kleinen Detail noch, mit den Blumen. Auch die, von der der Friedhofswärter ja gesprochen hat. So einer. Okay, ich muss erstmal hier raus. Hier ist viel zu wenig Platz zum Kämpfen. So. Kommt raus. Andererseits, warum sollte ich überhaupt mit denen kämpfen? Ich gehe erstmal speichern, oder? Falls jetzt noch was passiert, dass wir den ganzen Mist nicht nochmal machen müssen. Oh, das hatte ich ja übersehen beim letzten Mal. Ist doch nur eine Kiste. Sehr schön. So. Ich überlege gerade, was war eigentlich mein... Obwohl, das ist, sieht immer noch gut aus, ne? Das ist, glaube ich, mein Notrücksetzpunkt. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich mache einfach einen neuen. Stehe immer noch gut da. Die Monster haben mich inzwischen vergessen. Das ist doch schön. Sollen die hier weiter spuken und ich gehe meiner Wege. Haben wir doch alle mehr von. Ihr dürft auch weiterleben und ich auch. Oh, und eine neue Notiz. Oh, und der Geist. Oh, fuck. Ah! Hier sind Würmer drin. Verdammte Axt. Das ist aber nicht nett. Woran erkenne ich die denn? Oh, Mann. Ah, da ist einer. Oha. Wie fies. Okay. Kommt noch mehr? Das sieht gut aus. So. Na. Und ich übersetze. Ich übersetze. So. Warum verlässt du mich? Du denkst, ich verstehe es nicht, aber ich will helfen. Ich wollte immer an deiner Seite sein, aber du schießt mich immer noch aus. Du kannst mich nicht für immer im Schloss einsperren. Sogar Elena ist gegangen und ich kann sie nicht finden. Sie wusste immer, wie sie meine Ängste beruhigen und dem Chaos einen Sinn geben konnte. Wenn sie hier wäre, würde sie mich durch diese Situation führen. Sie würde mir sagen, was ich tun und wie stark ich sein kann. Aber ohne sie fühle ich mich verloren. Und jetzt sind alle Bewohner weg. Die Wege, auf denen einst Gelächter und Gespräche widerhallten, sind still. Diese Leere ist unheimlich. Ich wanderte über das Gelände und hoffte, ein bekanntes Gesicht zu finden. Aber da war niemand. Ich wollte nicht einsamer sein. Jede Ecke, um die ich biege, erinnert mich nur an die Einsamkeit, die du mir auferlegt hast. Ich sehne mich danach, Teil dessen zu sein, was auch immer du durchmachst. Ich weiß, du denkst, du beschützt mich, Bruder. Aber diese Isolation ist erdrückend. Lilly. Ja, man kann Menschen auch schaden, wenn man sie überbehütet. Das scheint hier geschehen zu sein. Friedhofskapelle wahrscheinlich.
gespenstisch. Habe ich einen Schlüssel dafür? Ich kann es noch nicht ausprobieren. Komm schon. Habe ich nicht. Okay. Na gut. Hier ist ein Speicherpunkt. Sehr gut. Dann ist es jetzt, finde ich, auch ein guter Punkt für einen Einschnitt. Dann speichern wir mal. Und dann machen wir nächstes Mal hier weiter. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.